Quantenphysik funktioniert ganz anders als alles, was wir uns im Alltag beobachten und erleben. Sie widerspricht oft unserer Intuition und wir haben Probleme, es mit Worten zu beschreiben. Um besser darüber sprechen zu können, gibt es da viele Anekdoten und Metaphern. Sie helfen, die besonderen Phänomene begreifbar zu machen. Ende des 19. Jahrhunderts dachten Wissenschaftlerinnen, sie wüssten schon alles über die Physik. Als Max Planck seinen Mentor fragte: Sag mal, soll ich Physik studieren? Und dieser antwortete: Es ist fast schon alles erforscht. Es gibt nur noch ein paar unbedeutende Lücken. Max Planck entschied sich trotzdem für das Physikstudium. Weil seine Professoren an der Uni so extrem langweilig waren, brachte er sich das meiste aber selber bei. Zum Beispiel führte er Experimente mit glühenden Metallen durch. Er wollte die Wärmestrahlung, also den Zusammenhang von Temperatur und der Farbe des Lichts, besser verstehen. Um seine Beobachtungen zu erklären, reichte die Annahme der klassischen Physik, dass Energie kontinuierlich ansteigt, nicht mehr aus. Deshalb sprach Planck das erste Mal von gestückelter oder auch quantisierter Energie. 1900, unverhoffter Grundstein der Quantenphysik. 1918 mit dem Nobelpreis anerkannt. Wusstest du, Joseph Thomson, noch so ein Physiker, erhielt 1906 den Nobelpreis dafür, dass er nachwies, dass Elektronen Teilchen seien. 1937, 31 Jahre später, erhielt dann sein Sohn George Thomson den Nobelpreis für seinen Beweis, dass Elektronen sich wie Wellen verhalten. Das gab bestimmt viel Diskussion beim Abendessen. Tatsächlich können sich Quanten wie Wellen und wie Teilchen verhalten. Das beschreibt der berühmte Welle-Teilchen-Dualismus. Superposition bedeutet, dass ein Zustand eines Quants nicht eindeutig festgelegt ist, bis es gemessen wird. Weil wir uns das so schlecht vorstellen können, gibt es dafür viele Metaphern. Schrödingers Katze hat sich der Physiker damals nur ausgedacht, um zu zeigen, wie widersprüchlich das Phänomen zu unseren Alltagserfahrungen ist. Aber es gibt auch andere Metaphern, zum Beispiel eine Münze, die sich ganz schnell dreht, so zeigt sie gleichzeitig Kopf und Zahl, bis sie gestoppt wird. Erwin Schrödinger, der berühmte Quantenphysiker, war 1925 über Weihnachten Skifahren. Doch eigentlich hat er sich die ganze Zeit in seinem Kopf nur mit Quanten beschäftigt. In diesem Urlaub entwickelte er seine berühmte Schrödinger-Gleichung. Diese gilt als die Grundlage der Quantenmechanik. 8 Jahre später hat er dafür sogar den Nobelpreis gewonnen. Hast du schon mal von der berühmten Bohr-Einstein-Debatte gehört? Kampf der Titanen wurde sie auch genannt. Zwei Teilchen, sie entstehen gemeinsam, fliegen in unterschiedliche Richtungen und sind doch unsichtbar miteinander verknüpft. Daraufhin Schrödinger? Verschränkung. Misst man die Eigenschaften des einen, kennt man auch die des anderen. Woher sollen diese Eigenschaften kommen? Aus dem Nichts? Gott würfelt nicht. Sie entstehen erst im Moment der Messung, rein zufällig. Was? Das wäre schneller als Lichtgeschwindigkeit. Das passt nicht zur Relativitätstheorie. Spukhafte Fernwirkung nenne ich das. Bis zu seinem Lebensende hielt Einstein an seinen Einwänden gegen die Quantentheorie fest. Trotz all seiner Bedenken setzte sich aber die sogenannte Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik wie Bohr, Heisenberg und viele andere Physiker, sie vertraten durch. Die spukhafte Verschränkung existiert. Wusstest du, dass du schon mal einen Quantencomputer gehört hast? Im Intro von Quanten-1x1 ist ein rhythmisches Pumpen zu hören. Das haben wir beim Quantencomputer aufgenommen. Genau genommen macht die Kühlung dieses Geräusch. Denn die meisten Quantencomputer funktionieren nur gut, wenn sie sehr stark gekühlt werden. Fast am absoluten Nullpunkt arbeiten sie, bei minus 273 Grad Celsius.